Hallihallo, meine lieben Zuschauer, und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge zu Goblin Stone. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video. Ja, moin Leute, ne? Und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Goblin Stone. Ja, beim letzten Mal mussten wir einen tragischen Verlust hinnehmen. Wir haben leider einen unserer Freunde verloren, zwei sogar. Aber sie wurden direkt gerecht. Unsere Basis wurde ausgebaut. Wir hatten unseren ersten Händler hier in der Basis. Bleibt er eventuell auch? Wäre eine interessante Info. Baracken und so weiter sind im Bau. Und wir wollten dann jetzt einmal auf den War Room gehen und die nächste Map in Angriff nehmen. Man kann doch an alte Orte nochmal. Na gut, wir wollen jetzt zu Wristling Heath. Wristling Heath is a familiar area to goblins. However, since it has not been explored in a while, it is best to send out a scouting party. Let's go! Unser Trupp ist bereit und hoffentlich wird diesmal keiner sterben. Oh, hinter uns ist direkt was. Fine baubles. Oh, direkt Smithy vor der Nase. Die werden geharvestet. Nature's bounty picked clean. Heilung ist Heilung. Patience is bitter, but its fruit is sweet. Battle oder Smithy? Für Materialien. Ich habe jetzt wirklich nicht viel Geld dabei, dass es sich lohnen würde. Okay, der hier vorne ist immer der fieseste. Den muss ich bashen. Ich mach schneller. Wicky wacky. Au. Ihn schmeiß ich mal das Dagger ins Gesicht, dann müsste er eigentlich daran sterben. Nein, ich wollte ihn stunnen. Wacke, wacke. Jetzt ist er ja gestunt. Da konnte ich ihn finishen. Armor ab. Geblockt. Potions and time are potent medicines. Dich werde ich einfach intercepten. Der andere kommt eh nicht mehr dran. Exterminate. Shattering blow. Hey, Steinchen. Heilung. Und tot. Conflict, though unpleasant, is entirely necessary. Ein bisschen was zum Verkaufen. Noch mehr zum Verkaufen. Peaceling.
mach mal unseren Verteidiger schnell. Okay, ihm werfe ich als allererstes das Messer ins Gesicht. Zack. Totgekrittet. Gewonnen. Steinchen. Amor ist oben. Sagte Amor ist da. Ich block alles. Es war echt schlau, den schnell zu machen. Muss ich mir merken. Den Verteidiger schnell machen ist ultra gut. So, ich kann in der Wunde rumstechen. Exterminate wird nix. Aber ihn kann ich killen. Excellent strike. Bong. Ja, heile ich mich mal. Und er wird auch mal geheilt. Schild ist oben. Und zack. Für meine gefallenen Freunde. Jetzt wird erstmal geheilt. Ich glaube, die Highlights kann ich während der Runs ruhig komplett verwenden. Da unten ist ein Shop, da gehen wir hin. Ich habe vorher nicht mal geguckt. Hallo, mein Freund. Fine wares. Aber wenn ich doppelt drücke, dann wird direkt alles verkauft. An honest bargain. Die Materialien darfst du mir gerne geben. Die kann man auch nur während der Maps nutzen. Also eigentlich sollte ich die immer nutzen. Ich mag den Typen. Der guckt immer so freundlich. Irgendeine Taste zum Sneaken? Oh, guck mal. Ich hätte vielleicht doch da hochgehen sollen. Da ist ein unserer Freunde eingesperrt. Ich mach mal, dass die slow haben. Goblins have been blessed. Wie überrasche ich die? Einer ist geslowt. Du kriegst direkt von Anfang an Heilung.
Okay, ihn kann ich dann auch direkt dreifach hitten. Direkt ein zweites Mal. So, der wird jetzt am Blutung sterben. Ich kick dich einfach nach hinten. Ich intercepte den da mal. Weil der wird eventuell gar nicht dran kommen. Ich sagte eventuell. So wurde der nicht intercepted. Richtig. Der Erzähler nimmt mir die Worte aus dem Mund. Ja, ich kann ihn schnell machen. Job. Ich habe seine Rüstung vernichtet. Zeit, den Damage rauszuknüppeln. Einfach direkt den anderen aufstarren. Ich mach eh keinen Schaden, kicke ich ihn lieber nach hinten. Bam. Oh nein, du tust hier niemandem was an. Autschen. Bam. Okay, der ist RIP. Da heile ich meine Leute noch ein bisschen. Stirbt eher an der Blutung. Wenigstens jetzt. Blutung ist ganz praktisch. Ist hier noch irgendwas? Hier sind ein paar Bären zum Mitnehmen. Nothing must be wasted. Diligence bears its fruit. Und geschafft. Da vorne, Leute. Clear an Adventure without Casualties. Survivors! Ja, ich habe mein erstes Adventure geschafft, wo das Ende draufgegangen ist. Okay, hier sind sie jetzt fertig, ne? Jetzt habe ich eine Baracke und kann mehr Leute haben. Instead of recruiting at campgrounds, create a warrens of goblins to breed. Explore potent combinations to develop stronger warriors. Warrens. Nochmal 300 direkt bekommen. Which room to retire older goblins. Retiring goblins will reward you with valuable swords needed to upgrade the lair. Okay. Raiders Guards, Guards Guide, Schamans Guide. Ich hol mal den Schamane.
Okay, ich kann die Klasse dann customizen. Okay. Das finde ich ganz praktisch. Dafür sammle ich die Seelen. Ich nehme mal lieber Soul geht nach anstatt Life Shock mit. Hier kann ich Goblins reden. Oh, was für ein süßes Bild. This is where a goblin's breed. Goblins from the ruins are usually better than those found at the campgrounds. When choosing a pair, carefully consider the mind, body and spirit attributes. Ich mach mal Spirit. Geht der runter oder hoch? Der geht runter. Oh, ich kann deren Klasse ändern. Ach, weil ich die Gilde habe. Dann muss ich nicht mehr nur mit den Normalen rumrennen. This pairing holds promise. Ach, ich will ja auch welche mit Special Traits haben. Könnte religiös sein. Dan needs new blood. Ihr beide habt Spaß. Oh! Meet for the first time. Oh, guckt sie euch an. Sie wissen doch nicht, was Hosen sind. Oh, wie süß. Ein kleiner Schamane. Er wird Schamane und der andere wird ein Guard. Oh, wie süß. Mal Gains, kann ich nachgucken, wer praktisch ist. This list showcase all your discovered gains. Unlock new ones by rescuing captive goblins on your adventures. Gains are passed down through breeding and some goblins might carry hidden received traits. Alert will ich dann eigentlich haben, ne? Also der Händler scheint offenbar durchgehend da zu sein. Dich hat irgendwer von euch... Oh, du hast viele Fähigkeiten. Die beiden kaufe ich. Ciao. Okay. Ich hätte gerne schon mal voraussichtlich noch einen weiteren Stuhl. Muss auf 500. Ach, das Ding kann ja eh weg, ne? Einfach schon mal, wenn ich den nächsten Guard habe. Warum kann ich das hier denn nicht mehr zu den großen Leder machen? Also die Bären, die scheine ich offenbar definitiv nicht zu behalten. Die Frage wäre dann auf jeden Fall geklärt. Peers and rookie goblins can change combat class any time in the lair. However, a veteran goblin, those who have already gone on an adventure, can no longer change their class. Ich kann dich nicht mehr umändern. Wo ist denn derjenige, den ich gerade neu bekommen habe? Der gerade... Ah, dich. Dich will ich auf jeden Fall...
Habe ich einen weiteren Schaman? Ich müsste jetzt mal alle durchgucken. Okay. Fiend Spirits. Okay, dann muss ich auf die Werte auf jeden Fall achten. Da haben wir unser erstes Baby dann heute geholt. Das ist doch auch ein Erfolg. Ja gut, Leute, ne? Ich würde sagen, wir machen hier jetzt so langsam für heute Schluss. Beim nächsten Mal geht's dann zu Furrow's Rest. Ist doch schon mal ein Anfang, was wir hier bisher erreicht haben. Haben unser erstes Baby, können jetzt Klassen geben. Das ist doch was wert. Wenn euch der Part heute gefallen hat, Leute, dann lasst ein Abo und ein Like da. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao, Leute, bis dann.